It is here in Atlanta, Georgia, where we will witness another spectacular round of Monster Energy Supercross. Hello, everybody. This is Daniel Blair along with Ricky Carmichael. The riders are ready to enter the track for today's qualifying session. This should give us an early look at who's fast here, Ricky. That's right, Daniel. It's almost time for the session to begin. These are decisive moments for the riders. Only the fastest will be able to continue into the heat races. Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Monster Energy Supercross 5. Ja, wir sind wieder in Atlanta. Der komische Sprung müsste draußen sein. Wir fahren ja auch andersrum. Ich glaube, ich habe mich letztes Mal auch gewundert, dass wir plötzlich andersrum fahren, aber nun gut. Boah, es war ein bisschen weit, oder? Das war auch ein bisschen weit. Vorher die Riesensprünge. Ich weiß gar nicht, ob die hier so gut sind. So, wir fahren einen Großteil. Großteil rückwärts, ja. Eigentlich einen ganzen Teil rückwärts. Und es haben sich natürlich aber auch ein paar Sachen hier geändert. Aber ein paar halt auch nicht. Hat jemand hinter mir? Ja, doch. So, hier müssen wir wieder schön bremsen, weil sonst fliegen wir hier raus. Letztes Mal war das ein bisschen anders. Da ging es gerade weiter, aber war halt auch vielleicht gar nicht so gut, da mit Vollgas rüber zu fahren. Ui, das war ein bisschen zu viel gelenkt. So, hier müssen wir aufpassen, dass wir nicht so mega rausspringen. So, hier kommen wir ganz gut durch. Ja, kann man gleich so lassen. Wow, das war ein bisschen weit her, ja. Eigentlich sind hier schon ein paar schöne, lange Sprünge mit dabei. Oh, doch, hat sogar gereicht. Ich dachte schon, wir sind ein bisschen zu langsam. Jetzt kommen wir aber hier in den letzten rein. Ah, das ist blöd hier. Dadurch kommen wir hier natürlich auch schlecht durch. Eben auf die Zeiten lang gespannt. So, wir müssen halt wirklich auch mal langsam aufpassen, gell? Also, wie gesagt, wir haben nur noch 2 Punkte Vorsprung hier in der Meisterschaft. Das ist nicht mehr so zu spaßen. Sonst war ich immer so 20 Punkte voraus, aber jetzt... Das war nix. Okay, shit. Okay, den hier darf ich nicht so krass springen. Okay, es war vielleicht auch ein bisschen zu langsam, aber nur gut. Da muss ich aufpassen bei dem Sprung. Ah, verdammt. Hat gar nicht ganz gereicht. Alter, trotzdem 16 Sekunden. Hui! 16 Sekunden. Und ich bin nicht mal gut gefahren. Ich glaube, die haut es natürlich wieder irgendwo hin, aber keine Ahnung wo oder was sie da machen. Ich habe echt keinen Plan. Wir fahren jetzt nochmal eine Runde, nochmal ein bisschen schauen. Gerade diesen, einer der letzten Sprünge da vom Ziel, dieser große, wo man nicht so schnell fahren darf, dass ich den irgendwie nochmal ein bisschen erkenne, wo das nochmal war. Gerade im Rennen wäre es ja ein bisschen unschön, einen Rewind zu nutzen. Ich finde es so qualifying vielleicht mal so, hey, okay. Aber jetzt so im Rennen dann versuchen wir es auch gerne ohne. So, ja, das war jetzt halt hier nicht so geil. Also ich dachte, hier darf ich auch nicht so weit springen. Deshalb bin ich auch mal ein bisschen vom Gas gegangen. Klar, ich war generell ein bisschen langsamer, aber ich dachte, da war noch mal was. Aber ne, doch nicht. Ja, okay. Zeitentechnisch wird es schon mal nichts hier, die Runde. Wo wir einen guten Vorsprung bis jetzt haben, aber... So, hier komme ich immer falsch. Ja, immer falsch ran. Ist natürlich ein bisschen schade. Oh, hier darf ich springen, okay. Das ist hier der komische Hügel mit dem Container drin. Den ersten darf ich und den zweiten nicht. Also beim ersten darf ich Vollgas geben und jetzt kommt hier der zweite gleich. Jetzt kommt hier noch erstmal hier die blöde Kurve. Und dann hier kommt der Sprung mit dem Container. Ja, nicht mal schön gefahren. Hier darf ich nicht so schnell machen. Und dann ist eigentlich alles gut. Dann bin ich mal gespannt, wie die KI hier fahren wird.
im Vergleich hier zum Qualifying meine ich halt. So, nochmal einen fetten. So, sehr schön. Also, ich habe gar nicht mehr auf die Zeit geschaut. Pff, egal. Wird schon passen. This was the end of the qualifying sessions. The checkered flag is flying at the finish line for the riders of the 450 category. Let's see the results. Ja, guck mal. 15 Sekunden, 2 Minuten 2. It's the most anticipated moment of the evening. The riders have given all they have to be here and they will fight it out to the end in the main event. Friends and fans, welcome to the second round from Atlanta, Georgia. I am Daniel Blair and here with me is Ricky Carmichael. Thanks, Daniel. The atmosphere of the stadium is heating up. And everything is ready for another thrilling round of the Monster Energy AMA Supercross. Listen to that crowd cheering. There's no doubt about whose performance is the most anticipated this evening. Okay, wir haben gar nicht so eine lange Gerade. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Kommt dann relativ schnell die Kurve. We'll find out in a little while since the race is about to begin. So, perfekter Start wäre doch geil. Erstmal ja voll gegen das Mikro. Das war nicht perfekt. Aber eigentlich ganz gut. Jetzt komme ich hier aber halt nicht innen und rein. Ja, sowieso nicht. Aber, na gut. Ich wollte gerade sagen, fahren wir nicht gerade falsch rum. Wir waren eigentlich auf der Strecke, aber in die andere Richtung. Ist ja auch ganz lustig. Interessanter Start. So, okay, wir fahren ja mal so ein bisschen, mal gucken. links, rechts, okay. Ich probiere es hier auch nicht mega zu überholen oder viel zu riskieren. Ich fahre jetzt einfach mal ganz normal. Wir haben ein bisschen Zeit. Jetzt sind Platz 4. Ken ist irgendwo hinter uns, der uns gefährlich werden kann. Wobei es kann natürlich sein, dass uns jemand anderes dann dadurch vielleicht überholt. Aber, na gut. Alter, bin ja im richtigen Rhythmus eigentlich gewesen. Hat mir jetzt auch nicht so viel gebracht, aber nochmal so angemerkt. Jetzt sind wir nochmal ein bisschen zurückgeflogen. So, jetzt sind wir aber zum Beispiel ziemlich schnell Platz 3 geworden. Okay, der blockiert uns so ein bisschen. Müssen wir leider hier rüberfahren. Eigentlich sollten wir ja außen rum. So, die fahren ja auch relativ langsam, ja. Ist dann natürlich klar verständlich. War das nicht sogar hier? Wo wir in der letzten Kurve hier, da war die ganz leichte Rechtskurve gerade, wir so voll durchgeschossen sind. Und dann gerade noch so gewonnen haben. Das ist dann natürlich ein bisschen lustig, weil wir ja in Atlanta 1 eben nicht gewonnen haben. Und also bei der 250er nicht und jetzt auch nicht. Und Atlanta 2 habe ich aber schon gewonnen. Ich meine, da bin ich doch voll in der letzten Kurve so durchgebrettert. Irgendwie war da was, glaube ich. Aber jetzt nicht ganz. Bin mir nicht ganz sicher. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl. So, jetzt sind wir halt wieder gerade Vierter, aber wir sind da gut dran. Marvin, mein Ex-Teamkollege. Ja, zieht da schön innen durch. Wollte aber nicht so viel vom Gas gehen. So, Justin ist auch wieder da. Ah, oh, verdammt. Ja, wird der wohl auch nächster Sprung. Mal gucken, hey. Aber die fahren ganz gut, gell? Also, auch die hinter uns. Wenn man so ein bisschen auf die Karte schaut, da sind jetzt keine krassen Nachzügler. Aber wenn du dir überlegst, so, eigentlich müssten schon... Oh, Alter, wo kommt der her? Eigentlich müssten ja schon Nachzügler sein, wenn du überlegst, so, wenn wir 15 Sekunden Vorsprung hatten im Qualifying. Da ist jetzt keiner diese Zeit gefahren, die ja im Qualifying gefahren ist. Seltsamerweise mal wieder. Jetzt sind wir Platz 6. Oh, ich habe was Gelbes gesehen. Oh, oh. Schnell weg von hier. Ken kommt. Müssen wir ein bisschen aufpassen. So, diesmal... Können wir hier mal außen rumfahren. Ja, schau mal, sehr schön hier. Oh, hier kommen sie ein bisschen raus. Interessant, guck mal, hier Richtung Ende komme ich dann immer nach vorne, aber dann irgendwann wieder nicht. Ja, so schöne
große Sprünge. Ich weiß nicht, ob ich den hier so krass springen muss. Bin mir jetzt nicht so sicher, aber ist mir egal. Wir sind zumindest mal vorne. Die Zeit wäre ganz schön. Ich sehe auch gar keinen auf dem Minimap. Ich glaube, hier wurde ich ja dann wieder ein bisschen überholt. Aber ja, sie kommen wieder so langsam. Oh, weit raus hier. Ah, der Sprung war jetzt auch nicht so toll. So, aber wir sind vorne. Come on, geht doch. Vor allem, wir fahren halt gar keine viele Runden eigentlich. Ah, hier verbleibende Zeit 44 Sekunden. Da schaffen wir die Runde nicht mehr. Das heißt, wir sind eigentlich schon in der vorletzten. Ah, hier haben wir aus der Kurve raus. Manchmal gar nicht so einfach, dann die Sprünge so schön gerade zu nehmen. Oh, come on. So, habe ich jetzt, kam irgendwann mal Zeiten. Ich habe mich sehr auf die Sprünge konzentriert. So, bis Platz 5 ist Ken nicht in Sicht. Das schmeckt ganz gut. Aber ich habe ihn, glaube ich, hier gerade gesehen, gelb. Also ich glaube auf Platz 7 oder so, würde ich jetzt mal schätzen. 1,5 Sekunden haben wir Vorsprung. Also ich glaube, er ist schon relativ nah dran, der Ken. Wow, was für eine Landung. Perfekt, okay. Fand ich jetzt nicht, aber okay. Wow. Okay. Also mich hat es auch noch nicht hingelegt, gell? So viel zum Thema wegen der Rivalität. Gleich haut es mich hin. Alter, was ist hier los? So, hier kein Querleger machen. Hier nur rüberfahren. Ich wollte fast schon sagen, hey, guck mal, jetzt kommt wieder der nächste große Sprung. So, krass. Tricks machen. Nochmal so machen. Okay. Das war nichts. So, letzte Runde. Einmal hier angebrochen. Ein bisschen weit raus hier. Ein bisschen Schiss, die Absperrungen zu berühren. Alter, wieso macht er das manchmal so komisch? Ja, manchmal muss man die ja nur streifen und dann haut es dich hin. Ja, komm mal hier. Holen sie wieder auf. Wie nochmal was? Aber eigentlich haben sie mich in der letzten Runde auch nicht überholt. Also müsste das vielleicht dann ganz gut klappen, dass wir vorne bleiben. Achtung. So, es haben sich, glaube ich, ein paar Namen geändert. Oder ein oder zwei vielleicht auch nur. Aber Ken ist nicht in den Top 5. Das scheint schon mal ganz gut. Wieso sage ich sowas, Leute? Wieso sage ich sowas? Plötzlich ist er da. Ist doch mal mies. Mies ist jetzt auch noch, wenn er noch nach vorne kommt. Guck mal, die sind eigentlich alle auch so ein bisschen auf dem Haufen. Oder Ken ist sogar Platz 4. 5, 4, 5. Er switcht die ganze Zeit, aber ja, er ist gerade ein bisschen am Fighten. Natürlich nicht so nice. Also für uns zumindest mal nicht. Oh, jetzt kriege ich den Sprung nicht hin. Platz 3! Alter, Platz 3. Hast du auch gesehen? Er kommt immer näher. Schon wieder 3. Solange wir auf 1 bleiben, ist mir theoretisch ja egal, wo ich. Oh, 4 mal wieder. Aber es wäre halt natürlich schön, wenn er weiter weg ist, damit ich weiter meinen Vorsprung ausbauen kann. Alter, hier das Ende immer. Aber wir sind ja schon. Oh, 5 Fische wieder. Ui, das war sehr langsam hier rüber. Es scheint so ein Hin und Her mit dem Ken. Es scheint die Frage, was wird da am Ende werden? Wir wissen es nicht, aber gleich schon. What you see are the results of the main event. Let's see who managed to bring home the top positions. Okay, Platz 5, aber schaut euch wieder die Zeiten an. Es gibt ein paar, ganz wenige 2-3er-Zeiten hier. Also, und noch, okay, ein 2-4er und dann 2-2 und besser. Ich habe mich auch nochmal 2 Sekunden gebessert, aber ich hatte ja 2-2 im Qualifying. Und die anderen 2-17 und schlechter. Hier ist nicht mal ein 2-5er dabei, also... Seltsam, seltsam. Aber es lief ja alles ganz gut. Man möchte sich ja nicht beschweren hier. Aber es gab halt leider auch keine Trophy, weil wir ja schon gewonnen haben. Ja, wäre andersrum cooler gewesen, wenn wir das erste Rennen gewonnen hätten. So, wir haben 10 Punkte Vorsprung und dann genügend mehr. Also das sind ja
45 Punkte auf Platz 3. Ich denke mal, wir haben ja jetzt noch 3 Rennen. Ich denke mal, auf Platz 3 werden wir nicht mehr zurückfallen, aber beim Ken müssen wir so ein bisschen Acht geben. Also da müssen wir wirklich mal schauen. Und wir haben den Holzschott gar nicht gemacht. Aber egal. So, 3-1 mal wieder endlich gewonnen. 22 riders put on a great show this evening, but only 3 were able to claim the podium. Here are the ones who earned it. Ja, ich würde mal sagen, ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Part. Hoffentlich wieder. Bis dahin. Wiederschauen und reingehauen.